Ich werde oft gefragt, wann müssen denn eigentlich bei Kindern die Polypen entfernt werden? Dafür ist es wichtig zu wissen, dass es sich gar nicht um Polypen handelt in den allermeisten Fällen, sondern um die sogenannte Nasenrachenmandel. Und wie bei allen Mandelngeweben hängt deren Größe und deren Schwierigkeiten maßgeblich vom Infektionsgeschehen ab. Das heißt, wenn die Kinder oft im Kindergarten krank sind, dann schwellen diese Mandeln an und verursachen Schwierigkeiten. Zum Beispiel kann das Kind schlecht atmen durch die Nase und atmet häufig durch den Mund. Der Mund ist offen und mit entsprechenden Schwierigkeiten, auch beim Schlucken. Ebenfalls problematisch kann die Atmung zur Nacht sein. Das heißt, es kann starkes Schnarchen auftreten, im Extremfall sogar mit Atemaussetzer, was dann eine gefährliche Erkrankung ist und zur Therapie verpflichtet. Zusätzlich gibt es auch einen Verbindungsgang von der Nase zum Ohr, sodass die Nasenrachenmandel auch Einfluss auf das Ohr hat und insbesondere auf das Hörvermögen. Sehr große Rachenmandeln können dazu führen, dass die Kinder eine Schwerhörigkeit entwickeln und das ist schlecht für die Entwicklung des Sprach- und Sprechvermögens. Nun muss allerdings nicht jede vergrößerte Rachenmandel entfernt werden, denn Mandelgewebe kann auch wieder abschwellen, wenn die Infekthäufigkeit nachlässt. Auch beim Eintritt in die Pubertät zum Beispiel wird die Rachenmandel von ganz alleine wieder kleiner. Man muss also abwägen zwischen den Beschwerden des Kindes und der Länge der Beschwerden und dem Risiken eines operativen Eingriffs. Also nicht jede vergrößerte Rachenmandel muss auch entoperiert werden. Deswegen ist es sinnvoll, sich mit dem niedergelassenen HNO-Arzt oder auch dem Kinderarzt über die Notwendigkeit so einer Therapie abzustimmen.